begrüße euch aus der wunderschönen Naturlandschaft des Taubertals und komme hier entlang spaziert an einem der 13 Wanderwege rund um Rodenburg des Schandaubertals und begebe mich jetzt hier zum Rodenburger Mühlenweg, konkret an der Taube. Ja, etwa 6 Kilometer habe ich hinter mir, bin schon an zahlreichen Mühlen natürlich vorbeigekommen. Und je weiter wir ans Tal kommen, desto mehr kommen auch technische Mühlen, nicht nur Getreidemühlen. Und ich möchte euch das anhand einer kleinen Grafik kurz mal in der Übersicht zeigen. Auf dieser wunderschönen Karte des Wasserwirtschaftsamt Ansbach sehen wir unseren Standort auch und vor allem hier unten die technischen Mühlen, die sich hier reihen, wie eine Hammerschmiede, Papiermühle, Schmelzmühle, Gipsmühle. Technische Mühlen, keine Getreidemühlen. Und hier mündet die Schandauber ins Taubertal und es geht hier unten weiter den Mühlenweg. Wir stehen jetzt an einer dieser unzähligen Mühlen im Rodenburger Taubertal, in dem Fall die Gipsmühle. Hinter mir, das Wasserrad ist schon lang verschwunden, kurz nach dem Zusammenfluss von Tauber und Schandauber hier, also eine technische Mühle, verarbeitet wurde Gipsstein, der auch heute noch abgebaut wird von der Frankenhöhe. Und schon im Mittelalter haben die Rodenburger hier Baumaterial gewonnen. Wenn wir den Rodenburger Mühlenweg tauberabwärts weiter wandern, kommen wir an dem wunderschönen Wildbad vorbei. Das ist dieser traumhafte Gebäudekomplex mit Park hinter mir, vor etwa 120 Jahren errichtet als Kurhotel, könnte man sagen. Und wir sind dann hier gleich an der Schwabenmühle, die genau gegenüber dieser Wildbadanlage liegt. Auch hier wurde übrigens Strom erzeugt mit einer Turbine. Am Rodenburger Mühlenweg kommen wir an diesem wunderschönen Denkmal vorbei. In Rodenburg haben sogar die Esel eins und das zu Recht, denn die Esel haben über Jahrhunderte das Getreide, den Rohstoff, das Gold Rodenburg sozusagen transportiert, um diese 15 Wassermühlen auf die 5 Kilometer um die Stadt zu versorgen, vermahlen in solchen wunderschönen Gebäuden wie hier hinten der Steinmühle zu Rodenburg. Ja, hier unten am Stauwehr der Steinmühle können wir sehr gut sehen, wie man die Wasserenergie über Jahrhunderte genutzt hat. Man musste es aufstauen, die Wasserknappheit war groß und somit auch die Mühlen hochwassersicher stehen, denn der Fluss ist hier unten, das Stauwehr hier oben und hier kommt die Wasserenergie durch und geht dann unterirdisch auf die Wasserräder. Und so zieht sich das an diesem Mühlkanal durch das ganze Taubertal, ein paralleles Flusssystem zum eigentlichen Fluss, ein richtiges Kulturerbe hier im Rodenburger Taubertal. Ja, wenn wir den Mühlenweg weiterverfolgen, lohnt sich ein Abstecher hier zum wunderschönen Koboldseller Kirchlein gegenüber von der Herrenmühle auf der anderen Flussseite. Eines der drei Rodenburger Wallfahrtskirchen des Mittelalters. Hier war
Marienwallfahrt. Und es heißt den Dokumenten nach, dass im Bauernkrieg bei den Unruhen 1525 auch Müller oder Müllergesellen hier an der Zerstörung des Marienkults beteiligt gewesen sein sollen. Ja, auf diesem Rothenburger Mühlenweg müssen wir diese oder dürfen diese wunderschöne Doppelbrücke überqueren. Eins der Wahrzeichen von Rothenburg mit herrlichem Blick über die Weinberge hinweg auf die Stadtsilhouette. Das war nicht nur ein wichtiger Übergang an der alten, uralten Handels-, Heer- und Pilgerstraße von Prag nach Speyer. Das war auch, ist auch heute der Jakobspilgerweg nach Santiago, der sich hier verzweigt und in jüngster Zeit auch ein Marienweg. Für uns geht es aber erstmal weiter zu der nächsten Mühle. Kulturlandschaft Rothenburger Taubertal. Ein Spaziergang oder eine Wanderung am Rothenburger Mühlenweg zeigt uns, wenn wir innehalten und uns umsehen, die Harmonie zwischen Mensch, Kultur und Natur über Jahrhunderte. Und ich hoffe, wir können das noch sehr lange erhalten. Entlang des Rothenburger Mühlenwegs können wir uns immer wieder informieren an diesen schönen Muschelkalkstelen mit den Infotafeln. Gerade haben wir die Herrnmühle und die Lukasröder Mühle passiert, die etwas gemeinsam haben, denn ihre Wasserräder hingen einst über Jahrhunderte und das ist auch heute noch so an einem Mühlkanal, bis dann wieder das nächste Stauwehr sich eröffnet für die nächsten drei Mühlen. Ja, und jetzt haben wir die Fuchsmühle erreicht. Die Fuchsmühle hatte wunderschöne Spazier- oder steile Pfade. Auf der einen Seite ist hier die Fuchssteige, da kamen die Esel runter, haben das Getreide hier zur Mühle gebracht. Und auf der anderen Seite ging die Eselsteige hoch in die Stadt, um das Mehl auch zu verarbeiten. Die Fuchsmühle ist ein traumhaftes Ensemble. Und vor allem deshalb, weil hier dieses traumhafte Topplerschlösschen zu sehen ist. Der berühmte Rothenburger Bürgermeister Toppler, der das oder diesen Grund erworben hatte, schon vor weit über 600 Jahren, um sich hier dieses schöne Domizil zu bauen. Er betrieb aber auch die Mühle und Weinberge, die es auch früher hier überall gab, wo jetzt Wald sich befindet. Wie hier an der Fuchsmühle finden wir entlang des ganzen Mühlenwanderwegs traumhafte Stellen oder Ecken, wo man Picknick machen kann. Auch sehr beliebt bei Familien mit Kindern, die hier gerne mal an diesen kleinen Wasserwehren ihre Füße baumeln lassen, hier spielen und einfach die Natur genießen. Ja, der Rothenburger Mühlenweg. Hier entlang läuft, kommt auch zum Beispiel an einem Biergarten vorbei, unter den Linden. Man kann sich hier ausruhen, dann weiterlaufen nach Detwang, was wir auch gleich tun werden. Aber zuvor noch ein Hinweis auf das Mühlenzentrum Bronnenmühle, wo wir uns befinden. Die Reichsstadt Rothenburg hatte hier schon eine Getreidemühle erworben vom Deutschen Ritterorden vor über 500 Jahren.
vor 400 Jahren ein Pumpwerk errichtet, um hier Quellwasser mit der Kraft eines Wasserrades hochzupumpen in die Stadt, um die den Trinkwassermangel etwas entgegenzusetzen. Außerdem gibt es hier auch noch ein Sägewerk, die Bronnenmühle, eins der Highlights auf dem Rothenburger Mühlenweg. Ja, am Rothenburger Mühlenweg, da kommen wir an der Pulvermühle im schönen alten Dorf Detwang vorbei. Die Reichsstadt Rothenburg war ohnehin autark, was die Nahrungsversorgung anbelangt und vieles mehr. Ein Gebiet von 400 Quadratkilometern, ein Stadtstaat, aber die haben auch Pulver produziert. Hier in der Pulvermühle, so heißt sie, mit einer ausgefeilten Technik und es existiert sogar das Rothenburger Pulverrezept. Ja, liebe Wander- und Mühlenfreunde, der Rothenburger Mühlenweg, hier erstmal vorerst die letzte Station. Wir haben das wunderschöne Dorf Detwang durchwandert, hier mit der tollen Kirche St. Peter und Paul und stehen hier an der Dorfmühle. Und von hier möchte ich mich verabschieden und euch noch eine wunderbare Zeit wünschen und im Taubertal gerne wiedersehen.